Willkommen zu Yu-Gi-Oh! Duelle analysiert, wo ich die Duelle, die sie in der animierten Serie von Yu-Gi-Oh! Spielen, bisschen genauer unter die Lupe nehme. Ich werde auf Filmfehler hinweisen, hier und da ein paar Fun Facts nennen. Dem einen oder anderen kommt diese Art von Format vielleicht bekannt vor, aber das ist mein eigener Touch dazu. Ich werde dann in der nächsten Folge das dementsprechend natürlich nächste Duell in der Serie machen. Ich möchte hierbei betonen, dass ich mich wirklich nur auf die Duelle beziehe. Die Charaktere und und der Rest der Serie, auf die gehe ich jetzt hier nicht ein. Aber dafür gehe ich halt umso mehr in die Tiefe der Duelle. Ja, dann würde ich sagen, kann man noch direkt anfangen. Das Duell beginnt und Kaiba beginnt damit, den Hitsumi-Riesen zu beschwören. Zum Hitsumi kann ich sagen, der ist griechischen Ursprungs. Macher dieser Karte haben sich von der griechischen Mythologie inspirieren lassen, denn das ist, wie man unschwer erkennen kann, ein Zyklop, welcher ja in der griechischen Mythologie ziemlich oft vorkommt. Interessant ist aber, dass es auch im Japanischen einen Zyklopen-Mythos gibt. Dieser hat dann den Namen Hitsumi Kozo, was dann so viel bedeutet wie Einäugiger. Warum Kaiba jetzt genau diese Karte spielt, weiß ich nicht so genau, weil das nicht so ganz zu seinem Deck passt. Dann ist Yugi, oder in diesem Fall Yami, an der Reihe. Und er benutzt seinen Zug, um den geflügelten Drachen Festungswächter 1 zu beschwören. Ich möchte an dieser Stelle auch erwähnen, dass Yami keine Karte zieht, obwohl das eigentlich müsste. Ich werde auch gleich beweisen können, warum das so ist. Also wir sehen jetzt zwar nicht seine Hand, aber ich werde später beweisen, dass die Anzahl der Karten in seiner Hand nicht stimmt. Damit befiehlt Yami dem Drachen einen Feuerballangriff zu machen. Er hat wohl vergessen, dass wir hier nicht bei Pokémon sind. Die Angriffe haben hier keinen Namen. Die greifen einfach nur an. Und abgesehen davon glaube ich auch nicht, dass dieser Drache so einen Feuerballangriff machen könnte. Denn es ist ein Windmonster. Und auch in der Kartenbeschreibung steht, Its signature attack is a sweeping dive from out of the blue. Also ich stelle mir das so vor, dass er mit Krallen und seinen Mund angreift, also beißen und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Feuer speien kann, weil wie gesagt, das ist ein Windmonster. Aufgrund der ATK-Differenz verliert Kaiba jetzt 200 Lebenspunkte. Es ist nun Kaibas Zug und er benutzt ihn, um Dagi, den dunklen Clown, zu beschwören. Wohl wissend, dass die ATK von dem nicht ausreichen, um den Drachen zu besiegen, beziehungsweise also um seine ATK zu überbieten oder zumindest auf demselben Wert zu kommen. Deshalb verstärkt er Dagi mit dem Negative Energy Converter. Diese Karte gibt es nicht. Und die ist auch viel zu OP. Ich stelle mir vor, ein Monster mit zum Beispiel der blauäugige weiße Drache, der später vorkommen wird. Der hat ja schon alleine 3000 ATK. Wenn der dann nochmal verdreifacht so stark wird, dann ist das Ding fast unbesiegbar. Die einzige Karte, die ich gefunden habe, die zumindest ein bisschen den Effekt hat wie diese Karte, ist der Unterstützungsreiter. Das Lustige ist, später wird diese Karte nochmal vorkommen, und zwar nur als Negative Energy, die ATK verdoppelt. Und auch diese Karte gibt es nicht. Nun aber, durch diese Karte hat der Sagi, der dunkle Clown, jetzt aber genug ATK, um den Drachen zu besiegen. Und auch Kaiba vergisst, dass wir hier kein Pokémon spielen. Die Angriffe haben keinen Namen und die können auch nicht unterschiedliche Angriffe machen. Im nächsten Frame sehen wir ein ganz gutes Bild auf Sagi und vielleicht fragst du dich, wie sieht der wohl hinter der Maske aus? Weil irgendwas muss er doch dahinter sein. Was ist, wenn ich dir sage, dass ich sehr wohl die Antwort dazu habe? Mach dich bereit. Er sieht hinter der Maske nämlich so aus. Das ist übrigens Masahiro, der dunkle Clown. Aufgrund nun der ATK-Differenz zwischen Sagi und dem geflügelten Drachen verliert Yugi jetzt 400 Lebenspunkte. Daraufhin kommentiert Yami, dass Kaiba gut sei und jeden Aspekt dieses Spiels kennen würde. Ja, genau. Und dann wird er später dreimal den blauen gegen weißen Drachen beschwören, ohne auch nur einmal Tribut zu benutzen. Ja, er kann das Spiel echt gut. Er kennt Supi. Daraufhin sieht Yami auch die erste Exodia-Karte. Wir wissen, dass es die erste Exodia-Karte ist aufgrund seines Kommentars, weil er nicht weiß, was er mit dieser Karte anfangen soll. Er setzt ein Monster. Und wie wir später erfahren werden, wird es die Karte Sangan sein. Dadurch beendet Yami seinen Zug und Kaiba ist an der Reihe. Es ist nun Kaibas Zug und diesen benutzt er direkt, um mit Sagi nochmal anzugreifen. Er besiegt Sangan und der Effekt müsste sich jetzt eigentlich aktivieren, weil Sangan auf den Friedhof gelegt wird. Tut es aber nicht. Warum auch immer. Jetzt beginnt eine Montage, bei der Kaiba ein gesetztes Monster nach dem anderen von Yami zerstört. Und hier muss ich das Wiki, das Yu-Gi-Oh!-Wiki, ein bisschen loben, weil ich hätte nicht erkannt, um welche Monster es sich hier handelt, die zerstört werden. Ich habe durch das Wiki erfahren, dass es der Kampfstier und Torike sind. Und Fun Fact: Kampfstier braucht Tribut, weil es Stufe 5 ist.
benutzt. Ja, mir hat das natürlich aber nicht benutzt. Und nun zu dem Part, der mich bei diesen Videos am meisten freut, und zwar strategische Fehler. Also keine Filmfehler, sondern Fehler, die der selbsternannte King of Card Games macht. Also Züge, die man besser machen könnte. Und die Sache ist hier, der Kampfstier hat 1800 ATK. Das heißt, also mal angenommen, wir können ihn beschwören, ohne Tribut zu besetzen. Aber ansonsten wäre es eigentlich klüger gewesen, ihn in ATK-Position zu setzen, weil dann Sagi den Kampfstier nicht mehr zerstören könnte. Beziehungsweise er könnte ihn zerstören, aber dann würde er sich auch selbst dadurch zerstören, weil die beiden ja dann gleich stark sind. Ihn aber in Verteidigung zu setzen, ist überhaupt nicht klug, weil er da ja schwächer ist. Deshalb hätte Yami, wenn er ihn in Angriffsposition gesetzt hätte, auf jeden Fall mehr Zeit gewonnen. Während dieses Zuges zieht Yami dabei auch die zweite Exodia-Karte. Das können wir nicht sehen, aber das werden wir später erfahren. Hier, in diesem Shot sehen wir, dass Yami vier Karten in seiner Hand hat. Wenn man jetzt aber alles zusammenzählt, also alle Züge zählt, bei denen Karten aufgenommen und wieder verloren wurden aus der Hand, dann müsste er jetzt aber eigentlich fünf Karten in seiner Hand haben. Es ist nun also die Runde, nachdem Kaiba Yamis Toriki angegriffen hat. Yami zieht also und es handelt sich hierbei um Gaia, den zornigen Ritter. Und mit ihm greift er dann auch direkt Sagi, den dunklen Clown, an. Und aufgrund der ATK-Differenz verliert Kaiba die dementsprechenden Lebenspunkte. Und ja, natürlich hat Yami kein Tribut für den zornigen Reiter benutzt. Kaiba müsste zu diesem Zeitpunkt jetzt sieben Karten in seiner Hand haben. Ich weiß auch nicht, wie ich das hier zählen lassen soll, weil man kann nicht seine ganze Hand sehen. Also wir sehen hier vier Karten in seiner Hand. Kann auch sein, dass er zwei weitere hat, die wir nicht sehen können in seiner Hand. Und dann zieht er noch die dritte. Und diese siebte Karte ist der blauäugige weiße Drache, welcher er benutzt. Und natürlich ohne Tribut. Kaiba benutzt diese Runde, um den zornigen Reiter anzugreifen. Und aufgrund der ATK-Differenz verliert Yami das Leben. Also ein bisschen davon, nicht alles. Aufgrund dieser zweiten Montage wissen wir jetzt, dass wieder Yami am Zug ist. Und es ist gut möglich, dass er da als Exodia Nummer 3 bekommen hat. Also das dritte Teil. Und setzen tut er dann den Hornkobold. Dann beginnt direkt Kaibas Zug. Der zieht eine Karte und greift seinen Blauäugigen wieder an. Und da zerstört er auch den gesetzten Hornkobold. Danach ist wieder Yami dran. Er zieht wieder eine Karte. Er setzt wieder eine Karte. Und diesmal die Karte, die er wahrscheinlich gezogen und dann direkt gesetzt hat. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um den Biberkrieger. Also er hat auf jeden Fall den Biberkrieger gesetzt. Dann ist wieder Kaiba an der Reihe. Normalerweise müsste er jetzt ziehen. Wir werden später sehen, dass das komplett falsch ist, was er in der Hand hält. Und er greift den gesetzten Biber an und zerstört diesen dadurch auch. Was interessant ist, das ist im ganzen Duell, auch wenn das nicht explizit genannt wird, geht Kaiba jetzt in die Main-Phase 2. Und da benutzt er diese Phase, um den zweiten blauäugigen Drachen zu beschwören. Ich weiß nicht, warum er ihn auch nicht direkt in der Main-Phase 1 benutzt hat. Wahrscheinlich, weil sonst das Duell zu Ende wäre, weil dann Yami verloren hätte, weil dann einen direkten Treffer vom zweiten Drachen abbekommen hätte. Aber naja, das Duell muss ja spannend irgendwie werden. Der Grund, warum wir wissen, dass das die Main Phase 2 ist und nicht einfach der nächste Zug, der einfach nur so hingeschnitten wurde, ist, weil Kaiba nicht angreift. Oder, davon gehe ich nicht aus, oder es ist in Wirklichkeit wirklich die nächste Runde und Kaiba greift einfach so nicht an. Weil er sonst gewonnen hätte. Dennoch aber muss ich dem Anime hier einen Pluspunkt geben, weil die Art, wie er das sagt, in Kombination mit dem, was wir auf dem Bild sehen, das ist so flüssig, finde ich. Das läuft alles so reibungslos, wie er das sagt. Du hast keine Chance. Wie stehen deine Chancen dann gegen zwei von denen? Er hat die dann sofort platziert. Das ist cool, muss ich sagen. Das haben die cool hingekriegt. Nun ist Yami wieder an der Reihe und wir sehen, dass er fünf Karten in seiner Hand hat. Das ist falsch. Er müsste jetzt zu dem Zeitpunkt eigentlich nur vier in seiner Hand haben. Es ist jetzt also Yamis Runde und er zieht die verräterischen Schwerter. Und hier kann ich gleich den nächsten Pluspunkt an den Anime geben. Die Schwerter, auch wenn das natürlich alles nur symbolisch ist, das sind alles Hologramme und so, aber die Schwerter, die kommen vom Himmel runter. Warum ich das sage, ist, weil in der Lore, auch wenn die nicht hundertprozentig bestätigt ist, da kann man jetzt nicht dazu viel sagen, aber ich finde das trotzdem interessant, da steht auch in der Lore drin, dass die so vom Himmel kommen und die Angriffe stoppen. Die drei Schwerter stehen dabei für die drei Runden, die diese Karte anhält. Und direkt im nächsten Frame sehen wir, dass Kaiba fünf Karten in seiner Hand hat. Wie gesagt, das ist falsch. Vor allem, wenn man in Betracht zieht, dass er sehr viel angegriffen hat mit seinem Drachen oder der Sagi, dem dunklen Clown, wo er diese Montagen gemacht hat, wo wir diese Montagen gesehen haben. Da müsste er ganz viele Karten haben eigentlich in seiner Hand, weil er nur zieht, aber keine platziert. Als nächstes kriegen wir ein sehr schönes Bild auf die Karten, die Yami in seiner Hand hat. Drei Exodia-Karten und den wilden Kaiser. Da sehen wir jetzt auch meine Theorie von vorhin, dass Yami zwei Exodia-Karten gezogen hat, während wir als Zuschauer das nicht gesehen haben. Yami verzweifelt dann und fragt sich, wie er mit diesen Karten Kaiba besiegen kann.
Was ich nicht so ganz verstehen kann, da wir ja die Tributsachen außer Acht lassen, einfach den wilden Kaiser setzen kann, um so Zeit zu gewinnen, wie er das auch schon vorher gemacht hat, wie zum Beispiel mit Toriki und dem Kampfstier. Danach ist es für einen kurzen Moment Kaibas Zug wieder und auch er zieht diesmal keine Karte, sodass er dann ziemlich schnell wieder an Yami zurückgibt, welche dann eine Karte zieht. Hierbei handelt es sich dann um die vierte Exodia-Karte. Diese Runde benutzt Yami auch, um jetzt den Kaiser endlich mal zu setzen. Was eigentlich nur wenig Sinn macht, da Kaiba ja eigentlich noch von den verräterischen Schwertern blockiert wird. Wie wir aber gerade gesehen haben, macht das nur unter den normalen Umständen keinen Sinn. Diese Folge ist ja aber nicht unter normalen Regeln, sondern die macht, was sie will. Und da werden wir auch gleich sehen, dass es in diesem Fall doch klug gewesen ist, dass Yami in diesem Fall eine Karte, also den wilden Kaiser, gesetzt hat. Denn es ist jetzt Kaibas Zug und aus irgendeinem Grund hat er vier Karten nur in seiner Hand, was noch weniger Sinn macht, weil er vorher fünf Karten in seiner Hand hatte und er hat ja keine benutzt. Er benutzt seinen Zug nämlich, um den Vollstrecker zu beschwören. Und es heißt, weil er nicht auf dem Feld war, als die verräterischen Schwerter aktiviert wurden, ist er von deren Effekt unbetroffen. Jetzt könnte der eine sagen, ja, vielleicht, die Folge ist im Jahr 2000 erschienen, vielleicht funktionierten sie damals einfach anders, dass nur Monster betroffen wurden, die anfangs zur Aktivierung der verräterischen Schwerter auf dem Feld waren. Das habe ich geprüft, lieber Zuschauer, und die Antwort lautet nein. Verräterische Schwerter waren schon immer so, wie sie heute sind. Das heißt, diese Szene macht keinen Sinn, auch wenn die jetzt schon fast 20 Jahre alt ist. Jetzt greift Kaiba mit dem Vollstrecker an, natürlich auch ohne Tribut benutzt zu haben. Jedenfalls greift er damit Yamis wilden Kaiser an und zerstört diesen aufgrund, weil seine ATK, also die vom Vollstrecker, höher sind als die Verteidigung vom wilden Kaiser. Es ist nun wieder Yamis Zug und er zieht den dunklen Magier. Er beschwört diesen direkt natürlich auch wieder ohne Tribut und weil er mehr ATK hat als der Vollstrecker, besiegt er dadurch und Kaiba erhält den entsprechenden Schaden. Es ist nun wieder Kaiba Zug und dieser zieht direkt den nächsten blauen gegen weißen Drachen, welchen er sofort platziert. Mit diesem greift er auch direkt an und aufgrund der ATK-Differenz wird der Magier zerstört und Yami kriegt den Schaden. Kaiba kommentiert am Ende seines Zuges, dass dieses Spiel vorbei sei, egal welche Karte er zieht. Das macht doch keinen Sinn. Was ist, wenn Yami nochmal verräterische Schwerter zieht? Dann macht er aber große Augen, der Kaiba. Ich meine, selbst wenn er nicht wüsste, dass Yami Exodia in seiner Hand hat, müsste er doch wenigstens davon ausgehen, dass er nochmal verräterische Schwerter ziehen könnte. Yami kommentiert, dass seine einzige Chance, jetzt das Duell zu gewinnen, ist, dass er Exodia vervollständigt. Und wie ich das eben auch zu Kaiba gesagt habe, so kann ich das jetzt auch zu Yami sagen, wenn er wieder verräterische Schwerter zieht, gewinnt er wieder etwas Zeit. Also er hat das Duell noch lange nicht verloren. Sowas passiert öfters in Yu-Gi-Oh! Ich kann davon ein Lied singen. Ich dachte, ich gewinne, aber dann habe ich im letzten Zug verloren. Auch wenn ich eigentlich nicht drauf eingehen wollte, aber ich muss es einfach mal loswerden. Yami hat darauf eine Art Vision, wo seine Freunde ihm sagen, dass Yami nicht aufgeben soll und dass sie immer bei ihm sind. Und da muss ich einfach immer wieder dran denken, stell dir vor, die halten diese wunderbare Rede. Yami hat so Selbstvertrauen in sich, er zieht die nächste Karte und dann ist es Polymerisation. Wenn die das gemacht hätten, ich hätte die Serie gefeiert. Und wie es der Zufall so will, zieht Yami die letzte Exodia-Karte und gewinnt dadurch sofort das Duell. Und hierzu mal ein paar Fun Facts. Fun Fact Nummer 1. Ich habe ein bisschen recherchiert und ein bisschen auch selbst gerechnet. Wenn würde man alle 5 Exodia-Teile also direkt am Anfang ziehen, die ersten 5 Karten, dann ist die Chance, dass das passiert, 0,00015194%. Das entspricht etwa einem Duell von 1,5 Millionen. Wenn nicht sogar mehr, glaube ich. Also du müsstest 1,5 Millionen Duelle spielen und erst dann kriegst du 5 Teile, also alle 5 Teile von Exodia direkt am Anfang. Fun Fact Nummer 2. Exodia ist eine der ersten Effektkarten überhaupt. Es gab davor schon ein paar andere Karten und allgemein ist das die zweite Effektkarte, die in dieser Episode benutzt wird. Die erste ist Sangan gewesen, dessen Effekt sich übrigens, wie wir gesehen haben, nicht aktiviert hat. Bei dem nächsten Frame hier, da streite ich ein bisschen mit mir selbst.
weil er platziert hier alle 5 Exodia-Karten auf dem Feld. Und normalerweise braucht man das nicht. Das würde sogar gar nicht gehen, weil jeder kennt ja die Regel, nur ein Monster normalerweise pro Runde. Und wenigstens daran hält sich der Anime. Der Effekt aktiviert sich wirklich nur, wenn man die Karten auf der Hand hält. Wenn man die platziert, also wenn man alle 5 Karten von Exodia auf dem Feld platziert, dann aktiviert sich der Effekt nicht. Also dann hat man nicht gewonnen dadurch. Aber andererseits, dann ist mir aufgefallen, weil ja der Anime weiß, dass man nur einen Monster pro Runde platzieren kann, hat einfach Yami wahrscheinlich, um Kaiba zu zeigen, dass er alle 5 Exodia-Karten hat, die einfach so auf den Tisch gelegt. Daraufhin schreit Yami: Exodia! Obliterate! Und das war's auch schon. Yami hat dadurch gewonnen und das Duell ist jetzt vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also mir hat euch das gefallen. Ich hoffe vor allem, dass in den späteren Episoden, dass ich da mehr auf die strategischen Sachen eingehen werde, so wie ich das beim Kampfstier gemacht habe. Ich werde mich auch recht bald an die nächste Folge schon setzen. Wer weiß, wie lange das dauert, aber ich nehme mal an, das dauert nicht so lange, bis ich die hochlade, bis ich die fertig gemacht habe. Bis dahin sehen wir uns dann. Also dann, danke fürs Zuschauen, danke für deine Geduld vor allem. Vor allem, dass du auch meine Stimme erträgst. Und wir sehen uns. Dann ist Kaiba an der Reihe. Nein, Quatsch. Daraufhin befiehlt Yami... Oh, er hat wohl vergessen, dass wir hier nicht bei Yugi... Oh. Boah, wie heißt du, Hans Wurst? Dann beginnt direkt dann... Die Schwerter 6? Kaiba hat 5 Karten. Und direkt im nächsten... Wir sehen nun das... Warte mal.